Fußpflege. Ist das nicht wirklich so ein Stiefkind im Kosmetikstudio? Keiner will es machen. Soll ich es vielleicht abschaffen? Soll ich es vielleicht drauflassen auf der Preisliste? Was kann ich denn mit der Fußpflege überhaupt erreichen? In diesem Video zeige ich dir, wie du durch die Fußpflege richtig einen geilen Cross-Sell machst und hier deine Kunden im Studio hast. Wie du mehr Umsatz auf dein Land hinkriegst und damit profitabel arbeitest. Bleib also dran, bis gleich. Fußpflege, so oft stiefkindlich behandelt von Kosmetikerseite. Aber wenn eine Kundin zu dir kommt, ist sie entweder voller Schmerzen oder sie will die Schmerzen vermeiden. Beides ist auf jeden Fall eine Steilvorlage für dich, denn deine Kundin hat an dieser Stelle mega großes Vertrauen. Wer die Füße auspackt, der vertraut dir unmittelbar. So, was steckt jetzt eigentlich drin in dieser Fußpflege? Du machst also deine Fußpflege, egal ob das podologisch, medizinisch oder nur kosmetisch ist. Egal wie, du hast hier wirklich mannigfaltige Möglichkeiten, einen geilen Cross-Sell auf dein Kosmetikstudio herabregnen zu lassen. Die erste Möglichkeit ist also, du siehst einmal, wie die Kundin hier aufgestellt ist, wenn sie die Füße aufpackt. Ja, wenn du die Füße siehst, siehst du insgesamt auch einfach den Zustand ihrer Füße und kannst darauf schließen, ob sie im ganzen gesamten Bewegungsapparat Schwierigkeiten hat. Fußfehlstellungen zum Beispiel kannst du dazu nutzen, ihr vielleicht ein schönes Fußkissen für die Schuhe mit zu verkaufen oder eine schöne Fußmassage abzuverkaufen. Ja, und möglicherweise hat sie auch nie die Möglichkeit, einen Nagellack ordentlich aufzutragen, das durch diese Fußfehlstellung also einfach immer Dätscher hinterlässt. Und dort kannst du einfach absolut gut mit Shellack oder Gel eine Farbe aufbringen und die Kundin ist mega happy. Was du auch sehen kannst, ist natürlich der Haarzustand. Rund um die Füße gibt es natürlich auch Härchen. Auf den Fußzehen, auf dem Spann und dem Ballen und natürlich an den Fesseln. Und wenn du das siehst, solltest du natürlich als gute Kosmetikerin oder als gute Fußpflegerin dir einfach entweder deine Wachspatrone holen oder ein Zuckerbällchen, um das dort einfach gut wegzumachen. Und das gibt dir wiederum eine Steilvorlage dafür, die Kundin in eine ganz andere Behandlungsart reinzubringen. Das ist einmal das eine. Also wenn du jetzt sagst, das geht ganz leicht und wenn du die Härchen mit dem Zuckerbällchen auf den Fußzehen einfach entfernst und auf den Ballen und sie wirklich einen tollen Fuß hat, mit einem schönen Lack und fleißig massiert, wenn du die ganzen Beine machst, dann bist du locker und schnell über 100 Euro satter in deinem Geschäft. Aber es kommt auch noch die Möglichkeit der Hautzustände dazu. Du siehst natürlich, ob die Kundin hier Hautzustände hat, die Bedürftigkeit bedeuten. Das heißt, du kannst entweder auch ein Körperöl verkaufen für die gleich- und sofortige Pflege, aber du kannst hier auch eine Massage anbieten, möglicherweise auch die zusätzlichen Behandlungen rund um Lymphdrainage. Verfügst du über so eine Lymphhose, dann ist das natürlich toll. Wenn die Kundin hier mit geschwollenen Beinen ankommt, schwupp, leg sie noch eine halbe Stunde hin. Du hast kaum Arbeit damit und kannst so nochmal einen Zusatzverkauf machen. Und sie lernt einfach deine Dienstleistungen noch besser kennen. Erinner dich, sie vertraut dir an dieser Stelle, weil sie ja schon die Füße auspackt. Und dann kannst du einfach daran anknüpfen. Hast du sie erstmal hingelegt, so zum Beispiel so einer Lymphdrainage und zu seiner Behandlung in diesen Hosen, dann ist es natürlich ganz leicht für dich, ihr auch noch mal ein bisschen ernährungstechnisch was mit auf den Weg zu geben, was positiv auf ihren Körper einwirkt. Und dadurch hast du eine Möglichkeit, vielleicht auch Nahrungsergänzungsmittel zu verkaufen oder eben ein Abo für diese jeweilige Behandlung. Denn du hast ja einfach die absolute Steilvorlage hier, dass ihr
geholfen wird. Sie sieht diesen Effekt an den Beinen sofort und wird begeistert sein. Lass dir das also nicht entgehen. Wenn die Kundin vertraut dir, dann fragst du sie auf jeden Fall danach, dass sie dir eine Bewertung abgeben kann. Das solltest du immer tun, egal welche Behandlung. Aber bei der Fußpflege ist es besonders wichtig, weil darüber sprechen einfach zu wenige. Viele haben ja auch schon immer diesen Pfennigfuchser-Effekt, der wirklich dann ans Sparen geht und wollen dann einfach auch gar nicht darüber sprechen, wie viel so eine Fußpflege eigentlich wirklich wert ist. Da solltest du deine Kundin in die Pflicht rufen und eben eine Bewertung abgeben. Wie du das tust, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Schau einfach hier in der Infokarte nach. Ja, und wenn du also denkst, dass du mit der Fußpflege keine gute Geschäftsidee hast oder nicht eine Behandlung installierst, die wertvoll für dein Business ist, dann muss ich dir diesen Glaubenssatz total ausrühren. Im Sommer kannst du dadurch nämlich wirklich richtig viele Neukunden sammeln. Und wenn du es schaffst, sie mit in die Herbstsaison zu nehmen, dann bleiben sie dir auch im Winter erhalten. Du hast im Sommer ungefähr 3 Monate Zeit, sie von deiner Dienstleistung zu überzeugen und somit als Kunde zu behandeln. Wir nutzen dafür auch unsere Gutscheinstrategie. Die steht ja in meinem Buch. Das kannst du lesen. Auch hier nochmal in der Infobox den Link dazu. Das 1x1 im Beauty-Biz ist also mein Buch, was ich extra für die Branche rausgebracht habe mit genau solchen Tipps. Lass also die Ohren nicht hängen und die Flügel nicht und massier den Kunden die Füße, denn das ist eine richtig coole Möglichkeit, deinen Cross-Sell hier im Studio zu bewerkstelligen. Und du kannst so die Kunden in andere Behandlungsbereiche einfach hineinschieben und einführen. Lass mir so einen Daumen hoch da, wenn du das Video wertvoll findest, wenn du eine Kollegin kennst, die vielleicht auch darüber nachdenkt, Fußpflege abzustoßen, dann solltest du dieses Video hinteilen und ich bin gespannt darüber, wie du das mit der Fußpflege in deinem Salon hältst. Ich freue mich auf deinen Kommentar. Bis dahin, deine Angela, dein Trainer for Beauty.